Dann willkommen zum Mock Review. Ja, wir haben euch so ein bisschen Internet gemacht auf dieser Veranstaltung. So Business halt. Enterprise Grade. Ja. Danke. Jetzt sieht es auch noch mehr für mich Business und Enterprise aus. Steht mir, glaube ich. Ja, dann fangen wir mal an mit das, was der Plan war. Wir haben uns da ja vorher Gedanken zugemacht. Ja, wir haben zwei nette Upstreams, die uns da so Internet ankarren. Wir haben da einen großen Router, viele Switche, wie man sieht, und viele Verteiler im Haus und noch viel mehr Access Points. Und mussten halt vorher so ein bisschen sortieren, was wollen wir eigentlich womit verbinden. Und ich würde sagen, so vielleicht 70% haben wir auch so gemacht, wie es im Plan war. wir haben so zwei Wolken, die nicht genau genannt werden möchten, die uns da hier Internet ankippen. Und darunter ist dann die GPN. So sah das Rack da oben vor zwei Wochen aus, als wir es aufgebaut haben. Da steckt noch nicht alles, deswegen ist es auch noch halbwegs ordentlich. Das können wir auch noch herzeigen. Das Kabelchaos, das dann jetzt da ist, können wir nicht mehr herzeigen. Ihr steht auf den schmutzigen Scheiß, oder? Ja, wir haben von dankenswerterweise von Juniper eine MX-104 und eine EX-4300 bekommen, sehr viel Glasfaserporen, die wir hier verbaut haben. Ja, das war es eigentlich zum Core. Ja, hat sich halt nicht viel geändert im Gegensatz zu letztem Jahr. Machen wir mal weiter mit so Distribution und Access. Ich habe immer mal meinen Keller leer gemacht, da kommt dann sowas bei raus. Es war halt auch noch die alte Config aus dem letzten Jahr, weil die Switche zwischendurch tatsächlich nicht angefasst wurden. Das heißt, wir konnten die einfach so wieder ausrollen. Hatten an einigen Stellen so ein bisschen Spaß bei der Konfiguration, weil Juniper und Dreicom im Zusammenhang mit Spanning Tree halt nicht so wirklich wollten. Wir haben dann Spanning Tree einfach abgeschaltet. und dann lief's plötzlich. Wir hatten da noch so einen TP-Link, Switch-Penner, weil er war halt unter der Brücke postiert. Mit meiner Schuld. Ja, ansonsten Kleinigkeiten in der Konfiguration. Ja, dann hatten wir noch so einen Server, beziehungsweise zwei. Die haben uns halt so Basisdienste DNS DHCP gemacht. Und wie ihr seht, wir sind gerade so hingekommen. War echt eng. Wir hatten halt zwei Virtualisierungshosts ungefähr so mit den Leistungsdaten und haben das komplette Setup halt mit Ansible automatisiert, was sich sehr bewährt hat, auch um mal eben schnell noch VMs zu deployen. Ja, und so ein bisschen WLAN hatten wir ja auch. Genau. Dieses Jahr hatten wir das erste Mal WLAN von Aruba. Danke an Ayan. Da vorne sitzt er. Und hatten dann 30 Access Points und einen zentralen Controller. Der steht auch oben im Rack, der war auch gerade eben kurz zu sehen. Wir hatten erstmal WLAN draußen auf der Wiese mit diesen schönen Outdoor-APs, die ihr dort seht. Ich habe auch gehört, dass WLAN war auch annehmbar auf der Wiese. Insgesamt hatten wir 5,945 Terabyte über das WLAN. Also gute Leistung, echt. Es ist sehr schön, dass es so viel durchgeht. Im Medientheater hatten wir Access Points, die nur 5 GHz haben, zwei Stück. Hat sich herausgestellt, dass es auch ganz gut war, weil wir mehr 5 GHz Clients hatten als 2,4 GHz Clients. Und somit war dann auch im Medientheater schönes WLAN. Wir haben uns ein Airwave aufgesetzt. Das ist so ein voll fancy Enterprise Hyper Monitoring Tool. Much Business. Und da haben wir wunderschöne Statistiken jetzt auch nochmal rausgesucht. Ich glaube, wir hatten noch keine größeren Ausfälle, außer das WLAN im Outdoor-Bereich. Da haben wir irgendwie einen Link, der zu lange ist. Manchmal lassen sich die Access Points pingen, manchmal nicht. Da kommt nächstes Mal ein Switch noch zwischen. Wir hatten insgesamt 3 SSIDs. Eine mit 802.1x, eine offene und dann später auch noch Freifunk. Da haben sich die Freifunker ja ein extra Netz noch besorgt und dann mit uns jetzt ein Peering, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Dort unten seht ihr einmal eine Karte aus dem Airwave, wo unsere Access Points sind, ungefähr. Das passt nicht alles so perfekt.
Leider hätten wir genauere Daten, könnte man rein theoretisch sogar User triangulieren. Aber das ist leider sehr unzuverlässig. Ich habe versucht, nämlich einen User zu finden, nämlich den Gewinner des des besten Usernames. Den wollte ich eigentlich vorher finden. Vielleicht wird er sich dann ja noch zeigen. Das wäre nämlich ziemlich schön. Und zwar, wir hatten insgesamt 1872 verschiedene MAC-Adressen, die wir im WLAN gefunden haben sozusagen. Der Peak waren 658 gleichzeitig Clients, 950 Mbit durchs WLAN, 66% 5 GHz Rate, ungefähr 36% am 802.1x benutzt. Das muss mehr werden, Leute. Der beste User hatte wirklich seine 734 GB über WLAN gezogen während der Veranstaltung. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr größere Datenmengen schiebt, nehmt doch besser das Kabelnetz. Wobei, ja gut, immer diese Freifunk-Hipster. Ja, das kann sehr gut sein, weil das war nämlich ein Mac. An dieser Stelle dem User AASDF. Liebe Grüße, du hast irgendwas gewonnen, kannst dir irgendwie was, ein paar coole Augen oder sowas beim Knock abholen, wäre cool irgendwie. Aber dazu muss ich sagen, er hat nur 30,4 Megabyte pro Sekunde im Schnitt gezogen. Das war nicht der höchste Schnitt, was den Datendurchsatz angeht. Und zwar gab es da noch andere Sachen. Ich muss jetzt ein bisschen umschwenken, weil es gab nämlich noch einen, der hat 60,592 Megabyte im Schnitt gezogen, dafür allerdings insgesamt weniger Daten. Zu den Usernamen, häufigster Username war Fu mit 62 Erscheinungen, Anonymous 45, Penis 14, GPN 13 und Bla 9. Ja, wir kommen zu den kreativsten Usernames. Einmal an diesen Username möchte ich sagen, bitte Beschwerden direkt an die Orga und nicht als Username übers WLAN. Der User heißt, wirklich in einem Stück geschrieben, mehr Sofas für die Lounge, Ausrufezeichen, now, Ausrufezeichen, sie werden sich auch bestimmt nicht spontan entzünden, Ausrufezeichen. Dann beim Durchschauen der Liste hatten wir noch solche Sachen wie great fucking job mate, deine Mutter kocht ohne Salz, Generalbundesanwaltschaftsgebäude mit Schokoladebewerfer. Aber der Favorit, wer echt wirklich mit dem kreativsten Username gewonnen hat, ist Hendrik, ich will ein Kind von dir. Ich möchte diese Person gerne kennenlernen. Aus persönlichem Interesse. Deswegen Herzchen an diese Person. Dankeschön. Wir hatten in der Top-10-Liste mit dem meisten Traffic über WLAN kein Windows-Gerät. Das ist toll. Dafür insgesamt 3 Laptops mit Windows XP. Leute, updaten. Insgesamt 531 Linux-Geräte, 130 Macs, 64 mal Windows 10, 5 Windows XP waren es. Aber bei den mobilen Geräten 717 Androids gegen 221 iPhones. Also auch sehr, sehr gut. Ich glaube, dann habe ich auch alles von meiner User-Statistik-Liste. Was war das? Windows Phones. 8 Raspberry Pis. und 6 Windows Mobile 8. Ich glaube, Windows Phones fallen unter Windows 10 mit rein. Das sind 46 gewesen. Also, genau. Und bitte? FreeBSD ist leider nicht aufgetaucht. Das taucht so wahrscheinlich unter Other Dingsens drauf. Es wäre ziemlich cool, wenn ihr eure Systeme so einstellt, dass die ihre OS-Strings richtig announcen. Dann können wir euch nämlich besser statistizieren. Wir malen dann wunderschöne Graphen von euch. Ja, so sah unsere Auslastung am Upstream aus. Ihr habt deutlich mehr gemacht als letztes Jahr, so eher nicht um das Doppelte. Das ist schon mal ein Applaus wert, finde ich. Es gibt hier nicht so schöne Kurven wie sonst. Man sieht ein bisschen die Pause nachts, aber ansonsten jetzt eher nicht so ein schönes Pattern. Da waren die WLAN-Clients ein deutlich schöneres Pattern.
Ihr habt irgendwie knapp 42 Terabyte Traffic gemacht. Wir haben es mir erlaubt, das aufzurunden. Das ist ganz okay, hoffe ich. Wir hatten auch Konkurrenz diesmal. Es gab DSL, sogar VDSL. Das hat wohl ziemlich gut funktioniert. Es gab DECT und es gab Feldtelefon, über das wohl auch irgendwie ein ADSL gelaufen sein soll. Ich bin stolz auf euch. Oder? Ah, oder wolltest du es machen? Ja, dann noch zum Monitoring. Wir hatten ein Observium. Ich weiß, da werden jetzt einige bestimmt gleich LibreNMS brüllen. Wir hatten halt noch die Rolle vom letzten Jahr und hatten keine Zeit mehr, sie abzudaten. Wir hatten neu einen Grafana aufgesetzt, mit einer InfluxDB und einem Graphite, weil sich das WLAN im Graphite besser monitoren ließ. Wir hatten dann auch am letzten Abend, also gestern, noch ein ASP.NET aufgesetzt und haben eine schöne Unterhaltung, die auch auf Twitter gelandet ist am Ende. Ich habe mal ASP.NET gebaut. Ah, und? Wir machen Traffic. Ja, dann hatten wir auch noch so ein paar Fails. So shit my router says. Ungeplanter Reboot von einem Switch, gut, kommt mal vor. Ist halt schade, wenn es der Server-Switch ist, an dem so die Core-Systeme hängen. deswegen hatten wir halt so zwischendurch so einen kleinen Ausfall. Und wir hatten so ein flappendes Transit-Interface. Aber das haben wir dann nochmal schnell durch Tausch der Optik gelöst, vor dem Event. Überhaupt, wir haben sehr früh angefangen dieses Jahr. 14. Ungefähr 14. 14. Stand tatsächlich schon die erste Technik und wir hatten dann also kurz danach auch funktionsfähigen Uplink. Heißt, wir hatten irgendwie Anfang der Woche tatsächlich Netz bis ins Hexcenter, was uns die Arbeit tatsächlich sehr erleichtert hat. Dann braucht man tatsächlich nur den Access Layer ausrollen. Ja, wir hatten auch so ein bisschen Abuse. Ja. Paramount Pictures kam mit 15 Abuse-Mails bei mir an. Das meiste tatsächlich BitTorrent. Die Filmempfehlung steht dahinter. Scheint ganz gut zu sein. Genau, Netscan. Hetzner hat sich beschwert und dann noch so irgendwie zwei brasilianische und ein tschechischer Provider. Wir hatten so Fritzbox mit DHCP im Hexcenter. Leute, das ist uncool. Dazu kann ich was sagen. Ja, DSL schön und gut, aber wenn ihr dann euer DHCP von der Fritzbox ins LAN bridget, kommt das nicht gut. Das war vor allem sehr cool, weil da kam so ein kleines Kiddie mit seinem übergroßen Laptop an. Das war, glaube ich, doppelt so groß wie das Kind. Und meinte so, mein Internet geht nicht, ich komme immer nur auf Fritzbox. Gut, Stefan hingelaufen und geguckt, ja, hier, übrigens, das kommt da und daher und hier ist die MAC-Adresse und dann wir so, oh, jetzt finden wir mal die Fritzbox. Haben wir die Fritzbox gefunden, standen da so zu fünft vor dem Tisch so. Und der Typ da so, fuck, ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Naja, war ganz cool, wir haben Mate bekommen. Also wie gesagt, es kam zwar nicht der Wartungshammer zum Einsatz, aber meine Axt. ja. Ich denke, das war's dann. Ja. So viel zum Thema Netzwerkinfrastruktur. Ich hoffe, euch hat's gefallen, das Netzwerk. An die Leute, die Buh rufen, ich hätte bitte gerne eure MAC-Adressen. Wir haben so einen schönen Zwei-Klick-Filter im WLAN-Controller. Die Endpoints im Internet schneller machen. Bitte wende dich an deine Endpoint-Betreiber. Ja, ansonsten, ich denke, das Netz war performant genug. Wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt oder Fragen, werft sie in unsere Richtung. Ja, dann war es das vom NOC. Und die anderen mit einem eigenen Laptop oder wer kommt jetzt überhaupt nach uns? Ja, das Twi, ihr seid jetzt dran, ne? Ja, genau. Ans VOG, ich werde das Ding jetzt abziehen. Ja, das Wort beschwert sich immer am Ende, dass sie dann irgendwie hier vorne einen Pi neu starten müssen. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, was sie hier bauen. So ein Pi bootet doch schnell. Naja, kommt auf den Pi drauf an. Wenn es ein Pi wäre, wäre es schön. So, andere Seite.
Wo finden wir denn den Klinkenanschluss? Dieser Klinkenanschluss? Ah, ja. Es ist der selbst mit Brille blind. Jetzt hätte ich auch gerne mal ein wunderschönes Bild. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, hey. Haben wir Ton vom Laptop? Ja, Moment. Helene Fischer. Helene Fischer, oh ja. Unbedingt. Anordnen müssen wir. Drehen wir den Anordnen. Ja. Wir hätten gerne die Leiste. So. Wollen wir Ton? Werden wir gleich herausfinden, oder? Ich glaube, wir haben Ton. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch Folien. Ah ja, wir improvisieren ansonsten. Das kriegen wir hin. So, ja, wir drei haben in diesem Jahr so das POC hier auf der GPN gemacht. Zum einen mit Eve und Eve, zum anderen das Feldtelefon und natürlich das MikroPOC. Ich fange mal beim MikroPOC an. Es war eigentlich alles wie immer. In diesem Jahr hatten wir 275 registrierte Teilnehmernummern. Davon haben sich dann auch tatsächlich 160 Leute bei uns gemeldet und haben ihr DECT registriert. Wir haben in diesem Jahr eine DECT-Basisstation mehr aufgebaut und in etwa 50 Meter Kabel mehr gelegt. Im letzten Jahr waren es, meine ich, 250 Meter. Und was ich auf Twitter gesehen habe und auch selber mitbekommen habe, ist, wir haben in diesem Jahr auch neu unverständliche Durchsagen gehabt in Lounge und Hack Center. Kann es mir auch nicht nehmen lassen, so als Info für alle, die eine Durchsage gemacht haben, es wurde mit aufgezeichnet und ich habe da eine rausgesucht, die fand ich sehr schön und die spiele ich einfach mal ab. Und sofort Informationen für eure erste Geht das hier? Ist das Mikro an? Ah, liebe Freunde der Nacht, wir haben noch genau 8 Chunks für heute. 8 Chunks. Nicht 7. Nicht 9. 8. Oh, es sind nur 7. Wir haben noch 7 Chunks. Nicht 6. Nicht 8. 7. Man teilt mir mit, es könnten auch nur noch 6 sein. 6 Chunks. Nicht 5. Nicht 7. 6 Chunks. Und da gibt es noch mehr von. Ja, genau. Hier noch natürlich die hochprofessionelle Verkabelung vom MikroPOC. Man sieht viele lustige Kabel quer durcheinander, gemischt mit Eve und Eve-Kabeln. Das im Übrigen ist diese eine TAE-Dose, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ist ja drin eine RJ45-Dose, genau. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber man sieht viel Kabel durcheinander, was irgendwie in diesem Gebäude dann für DECT sorgt. Wir hatten noch ein paar lustige Verbindungen ins DECT-Netz. Zum einen gab es Leute, die von ihrem DECT über die Chaosvermittlung andere DECTs angerufen haben. was es durchaus auch häufiger wohl gab, war, die Chaosvermittlung hatte in diesem Jahr eine externe Rufnummer, die auch an der Chaosvermittlung auslag oder man erfragen konnte und die auch über Twitter publiziert wurde. Und da gab es tatsächlich Leute, die dann bei der Chaosvermittlung auch angerufen haben und sich ins DECT oder auch an das eine Telefon, da kommen wir dann wieder gleich zu, durchgestellt lassen haben.
darüber hinaus noch so bei Mikropop. Wir hatten noch eine sehr interessante Verbindung, und zwar ein Telnet über ein Websocket, was dann durch ein OpenVPN und eine selbstgeschriebene Java-Anwendung auf der Telefonanlage landet. Und zwar genau für diesen Use Case. Deckt registrieren. ja, ein Telnet im Browser. Sehr angenehm, auch wenn es sehr weird ist. Es hat funktioniert. Das muss man dazu sagen. Gut, dann die Chaos-Vermittlung, wie gesagt, auch Teil vom Bock. Und ich denke, da wird der AGH noch was zu erzählen. Übernehme ich jetzt mal. Genau, wir von der Chaos-Vermittlung haben euch hier das Feldtelefonnetz gebaut. Dieses Mal. Infrastrukturmäßig haben wir einiges an Hardware selber, aber auch sehr viel Support von anderen Hackspaces gekriegt, die uns sowohl kleine Vermittlungsstellen als auch anderes Zeug dahergetragen haben, was wir dann im Laufe des Events auch teilweise genutzt und eingebaut haben. Grundsätzlich haben wir 800 Meter Felddraht verlegt, damit 11 Endstellen, private Endstellen und 3 öffentliche Endstellen angeschlossen. Wir haben eine Vermittlungsstelle, die hat Platz für 30 Leitungen und 10 parallele Gespräche. Das heißt, ich würde sagen, 50% Portauslastung, da geht noch ein bisschen was. Bring your own Feldtelefon, wenn ihr das nächste Mal kommt. Wie ja vorhin schon gesagt wurde, es gab die Möglichkeit, in Stacknets oder eben über analoge Nebenstellen weiterverbunden zu werden. Das wurde auch fleißig genutzt. Wir hatten da 4 Leitungen rüber und wurde eben sowohl als Dial-In als auch als Vermittlung genutzt. Ja, das sind so ein paar Eindrücke, wie das aussieht. Wir haben ja einen öffentlichen Feldfernsprecher, eine Feldtelefonzelle, die Vermittlungsstelle und einer unserer wesentlichen Neuentwicklungen, der schöne Cat6 auf Flüsterklemme-Adapter. den wir brauchen, weil wir uns teilweise Infrastruktur mit der Hausverkabelung geteilt haben und so Felddraht und RJ45-Stecker, das geht genau so zusammen. Genau, wie immer, wenn Leute anfangen mit Technik zu spielen, gibt es auch Weiterentwicklung. Wir haben seit dem letzten Event neu die Möglichkeit, Warteschleifenmusik einzuspielen, was vor allen Dingen für besetzte Endstellen genutzt wird, so dass die Leute sich nicht langweilen, während sie warten. Es gab eine Anforderung, wenn wir Feldtelefone auf Bühnen in Vortragsräumen aufstellen wollen, dann sollen die bitte nicht laut klingeln. Deswegen gab es da einen kleinen Umbau von uns. Wir können jetzt optisch den Anruf signalisieren und die Telefone selber bleiben stumm. Es gab ganz viele Leute, die zu uns gekommen sind und sich das alles mal erklären haben lassen, die wir auch eingewiesen haben in Operating einer Feldvermittlungsstelle. Und als neues oder als erste Erfahrung, die wir gesammelt haben, war Multi-Operator-Support auf unserer einen Vermittlungsstelle, weil teilweise das Anrufaufkommen doch relativ hoch war. Genau. Wenn man so eine Infrastruktur ausrollt, dann kommen auch immer Leute und sagen, könnte man da nicht eigentlich? Ja, kann man. Und die zwei Dinge, die jetzt hier besonders herauszuheben sind, ist, es kamen Leute, die sagten, ihr habt doch da so Klingeldraht, wir machen da so Kann-Experimente und letztendlich sind da dann, soweit ich es mitbekommen habe, mit 500 Kilobit IP over Kann, over Feldtelefon Vermittlung gelaufen. Gleichzeitig haben wir auch angefangen, ein bisschen zu spielen mit DSL, D-Slams, wie man die so mit reinkoppeln kann. Und so wie es aussieht, wird es demnächst handvermitteltes DSL geben. Genau, wenn euch das Ganze interessiert, wenn ihr Wünsche, Anregungen, wie auch immer habt, unter chaosvermittlung.de sammeln wir uns so zusammen und meldet euch. So, kommen wir zu Eve und Eve. Eve und Eve
ist eine Idee von Herbert, der ja schon auf dieser GPN dafür bekannt geworden ist, gerne mal ein wenig zu übertreiben. Ich sage nur dazu, das Elektroauto in genau diesem Vortragsraum. Und genau von diesem Menschen kommt die Idee, wir machen DSL auf der GPN. Da übergebe ich euch einfach mal an ihn und soll er doch mal etwas von seiner Idee erzählen. Ja, Eve und Eve, das war auch mehr so ein, man könnte doch mal, oh, das ist günstig auf eBay, ups. Und daraus ist dann Eve und Eve entstanden und ja, bereits Frank Nord wusste, Klingeldraht ist Glasfaser, wenn man nur noch genug will. Naja, und das haben wir uns zum Herzen genommen und haben dann einfach die Eve und Eve gegründet. Wir haben hier für die GPN 1,5 Kilometer Telefonkabel verlegt, ein paar TRE-Dosen gelegt, sodass wir etwa 75% aller Hexender-Tische zukunftsfähig breitbandfähig gemacht haben. Das ist unglaublich. Dann hatten wir, wir hatten dann ein paar Wochen vorher über die Mikropox-Seite die Möglichkeit gemacht, dass man DSL sich vorbestellen konnte und wir haben ein bisschen Panik gekriegt, weil wir haben 74 vorbestellte DSL-Anschlüsse gehabt und wir dachten, scheiße, wir haben nur 24 VDSL-Ports, wie machen wir das? Stellte sich raus, wir hatten tatsächlich nur so 15 aktive Links und dann haben sich auch nur 10 Leute eingeloggt. Wozu verschicken wir Zugangsdaten? Benutzt sie. Und es gab auch tatsächlich nur 3 Leute, die wirklich VDSL benutzt haben. Die anderen haben ADSL gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum. So ist das mit der Glasfaser nicht gedacht. So sieht das Ganze dann aus. Das ist, ihr seht da so ein bisschen unsere schöne DSL, unseren schönen DSLAM. Obendrauf liegen unsere gepatchten Anschlüsse, die kommen dann irgendwie aus dem ganzen Hexcenter da zusammen. Unten drunter ist ein Server, der sorgt dafür, dass es die PPPoE-Session terminiert wird und so weiter und so fort. So wie man das halt richtig macht. Wo ist eigentlich die? Ihr seht, das ist ganz großartig geworden. Vielleicht sollten wir das nächste Mal beschriften, wo was hingeht. Ja, genau, das wusste nämlich, wie gesagt, keiner, wo welches Kabel endet, was es dann auch im Anschluss schwieriger gemacht hat, noch was zusätzlich zu schalten. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter, wo wir ein DSLAM brauchen, brauchen wir natürlich auf der anderen Seite auch ein Modem. So eine Fritzbox bietet sich da zum Beispiel an und ich habe mich einfach mit unserem Eve und Eve Twitter-Account mal in eine Konversation eingeklinkt und gefragt, hier, wie sieht's denn mit unseren Eve-Boxen aus? Ich hätte da gerne was. Ja, stellt sich raus, 2 Stunden später kam eine Antwort von AVM. Wir bekommen unsere eigene Fritzbox mit Power, mehr Power, Gulasch, Internet und Info. Das da oben ist eine Induktionskochfeldplatte, um sich direkt auf der Fritzbox dann Gulasch zu kochen. Und es warm zu halten. Und es warm zu halten, ja. Es ist ein bisschen in der Konversation weiter. Also mir wurde ein Prototyp für nächstes Jahr versprochen, wenn ich AVM einlade. Ihr seid damit eingeladen, ich warte auf den Prototyp. Ich gebe auch ein bisschen Gulasch und Schunk aus. Ja, der Techniker ist informiert. Irgendwie, wir haben donnerstags keine Kunden angetroffen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber Freitagabend hat es endlich geschafft. Wir haben alle Kunden erfolgreich geschaltet. Am Samstag haben sich unsere kompetenten Techniker hingesetzt und IPv6 auch noch fertig gemacht, sodass es wie im echten, bei euch zu Hause V6 über euer DSL gibt. Das hatten aber dann auch wieder nur 3 Leute benutzt. Also Mensch, Leute, was bringt ihr hier für alte Hardware an? Oder updatet sie? Ich weiß nicht, was tut ihr? Und wir hatten dann tatsächlich Samstagabend einen Plain Old Telephone Service Anschluss geschaltet, mit DSL-Splitter und wie sich das gehört, zusammen mit dem MikroPoc realisiert, schnell noch irgendwelche Strippen gezogen. Hier sehen wir den zufriedenen Kunden. Wenn ich das Telefon benutzen will, ich werde das als letztes
Man kann sich auch über die Chaosvermittlung noch dahin vermitteln lassen. Gut, kommen wir auch zum letzten und vielleicht etwas schlüpfigeren Teil dieser Präsentation. Das C3 Porno 10. Wir hatten 332 Verbindungen dorthin getrackt, wovon die meisten in der ersten Sekunde wieder aufgelegt haben. Allerdings hat es jemand geschafft, 2 Stunden und 2 Minuten und 8 Sekunden mit genau dieser Nummer zu telefonieren. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Vielleicht nicht aufgelegt, aber vielleicht auch was komplett anderes. Auf jeden Fall, insgesamt habt ihr mit dieser Hotline 5 Stunden, 21 Minuten und 44 Sekunden telefoniert. Die 6666. Für mehr Informationen besuch mal c3pornoc.de. So, damit wären wir auch von unserer Seite durch. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch gemacht und ich würde das Wort jetzt dann mal an Niki übergeben für die restlichen Talks. Genau. So, eigentlich sollte jetzt vielleicht... Kommt was? Ich glaube, mein Rechner meint, er würde was aufs HDMI-Displayport rausgeben. Ja! Super. Dann brauche ich jetzt noch Slides. Ja. So, ich habe jetzt mal noch so die Bar und die anderen Ochs, die es noch gab, nach ein paar Statistiken gefragt. Fangen wir mal an mit dem Gulasch Operation Center. Da wurden insgesamt 750 Liter Gulasch und andere Eintopfgerichte gekocht, was ungefähr so 1,2 Tonnen entspricht. Die haben jeden Tag so um die 75 Kilo Paprika da verkocht. Die Köche wurden mit insgesamt 3 Kästen Bier bei Laune gehalten. Die taktische Feldküche hat irgendwas zwischen 80 und 100 Kilogramm Gas verschluckt in den 4 Tagen. Und es gab irgendwie so einen kleinen Skandal, Hashtag Gulaschgate. Anscheinend wurden da gulaschsteigernde Substanzen verwendet. Man weiß nichts Genaues, aber wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. So, dann gab es noch andere Infrastruktur, die wurde ja gerade schon erwähnt. Es gab da so Leute, die ihre Autos an merkwürdigen Stellen abgestellt haben. Besonders hübsch hier im Infotainment-System das 3D-Modell der HFG und das ZKM-Gebäudekomplexes. Genau, dann kommen wir zur Bar. Alle Zahlen auf der Slide sind Liter. Ihr habt insgesamt 4.803 Liter Getränke getrunken. Davon waren 1.622 alkoholhaltig und 2.494 koffeinhaltig. Und die Schnittmenge davon sind die 412 Liter Chunk. diese 412 Liter entspricht so ungefähr 2000 Chunk. Die haben sich irgendwie auf Samstag konzentriert, so wie das aussieht. Insgesamt wurden 1200 Liter Mate getrunken. Wir haben mit Flora Club Mate und Mate Cola bei unserem Getränkelieferanten das komplette Lager leer gekauft. Und ihr habt auch irgendwie alles weggetrunken.
man sieht hier unten links die letzte Flasche Mate. Wobei es gibt Gerüchte, dass vielleicht zur Motivation der Abbauhelfer noch irgendwo Kästen sich spontan materialisieren könnten. Genau, und ihr habt über 60 Kilogramm an diversen Snacks weggefuttert. Wir hatten irgendwie eine Innovation dieses Mal. Es gab das Hair Operations Center, das sich irgendwie spontan gebildet hat. Die haben irgendwas mindestens 50 Zöpfe geflochten. Da gibt es auch auf dem Twitter-Account hübsche Bilder der Werke. Genau, damit kommen wir zu den Leuten, ohne die dieses Event irgendwie überhaupt nicht funktioniert hätte. Unsere Trolle, die haben 1242 Kilogramm Getränkekisten bewegt, irgendwie in vollem und leeren Zustand vom Kühlwagen zur Bar und wieder zum Leergutlagerplatz. Das waren insgesamt 143 Trolle, die sich als angekommen markiert haben. Davon haben 103 Leute auch tatsächlich Schichten übernommen. Und unser Top-Troll hat insgesamt 26 Stunden an Schichten belegt. Ich finde, das ist überhaupt mal alles einen großen Applaus wert. Genau, also hier einen großen Dank an alle, die uns auf dieser GPN getrollt haben. Und noch weiter trollen beim Abbau. Das war's dann von mir und Obelix hat irgendwie gemeint, dass er noch ein paar Worte loswerden wollte. Applaus, Applaus. Hast du Rechner? Nö, ich hab gar nichts. Ein Laptop. Zum Abschluss vielen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich da wart. Die GPN 16 ist vorbei, es tut mir leid. Genau, aber noch nicht ganz, es gibt ja noch den Abbau, da freuen sich immer alle. Genau, zu den Zahlen brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe auch eine Statistik, die GPN ging genau 4 Tage lang, voll krass. Aber genau, ich mache es nur kurz. Wir würden uns sehr freuen, ihr habt gesehen, wir haben hier ganz viele Sachen für euch aufgebaut. Wenn ihr euch und wenn ihr es eilig habt und haltet euch mindestens an einer Flasche Leergut oder einem Stück Müll fest und bringt es dorthin, wo es hingehört, also entweder in den Kasten oder in den Mülleimer. Und wenn ihr erst später fahrt, dann könnt ihr noch ein bisschen abbauen helfen, Tische zusammenklappen, Kabel rollen oder vielleicht mal den Besen schwingen. Und dann können wir nämlich auch vielleicht schon um 8 Uhr abends nach Hause und nicht erst um 23 Uhr. Und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Bitte vergesst nichts, Lost and Found, also wenn ihr aus Berlin kommt, Karlsruhe ist ein bisschen weit weg und wir schicken euch das nicht zurück, wir behalten alles, irgendwie müssen wir das ja finanzieren. Nein, aber vielen, vielen Dank nochmal und dann läute ich hiermit offiziell den Abbau ein. Viel Spaß!